Ein Girokonto kennt jeder und hat wahrscheinlich auch fast jeder. Aber was hat es mit dem sogenannten Basiskonto auf sich? Das erzähle ich euch heute. Hi, ich bin Ivan von Evergreen. Seit 2016 hat jeder EU-Bürger das Recht auf ein Girokonto in Form eines sogenannten Basiskontos. Das regelt das Zahlungskontengesetz. Die Banken müssen dieses Konto auch einrichten, wenn der Bürger zum Beispiel keinen regelmäßigen Wohnsitz hat oder nicht über ein regelmäßiges Einkommen verfügt. Das Gesetz soll sicherstellen, dass alle am Zahlungsverkehr teilnehmen können, wenngleich sie vielleicht auch eine etwas schwächere Bonität haben. Muss die Bank das Konto in jedem Fall einrichten? Nicht ganz. Wenn der Kunde bereits ein Konto hat, dann braucht die Bank nicht zusätzlich ein Basiskonto für diesen Kunden einrichten. Außerdem ist es so, dass wenn der Kunde gegenüber der Bank innerhalb der letzten 3 Jahre eine Straftat begangen hat oder auch gegenüber einem Mitarbeiter der Bank, dann ist die Bank auch nicht verpflichtet, ein Basiskonto für den Kunden einzurichten. Dann gibt es noch die Geldwäsche-Thematik. Das heißt, wenn der Kunde gegen Geldwäschegesetze verstoßen hat, dann kann die Bank das Konto auch ablehnen. Außerdem ist es so, dass wenn der Kunde schon mal ein Konto hatte und dieses geschlossen wurde aufgrund von Zahlungsausfällen, dann muss die Bank ebenfalls das Konto nicht eröffnen. Was muss dieses Basiskonto eigentlich mindestens können? Nun, erstens, selbstverständlich muss man Geld ein- und auszahlen können. Zweitens, der Kunde muss in der Lage sein, Überweisungen, Daueraufträge und Lastschriften einzurichten. Und drittens, die Bank muss dem Kunden die Möglichkeit geben, am bargeldlosen Zahlungsverkehr teilzunehmen, zum Beispiel in Form einer Geldkarte. Bietet die Bank zusätzlich auch Online-Banking an, und ich würde mal davon ausgehen, dass es mittlerweile jede Bank anbietet, dann muss das auch für das Basiskonto möglich sein. Ist das Basiskonto eigentlich kostenlos? Wenn man bedenkt, für wen das Basiskonto gedacht ist, dann liegt die Vermutung eigentlich recht nahe. Aber leider liegt hier eines der größten Probleme dieses Basiskontos, denn die Banken dürfen selbst bestimmen, wie viel Geld sie für die Einrichtung des Basiskontos verlangen. In der Realität ist es dann teilweise tatsächlich so, dass Basiskonten teurer sind als ganz normale Girokonten. Die Banken rechtfertigen diese höheren Preise dann meist mit erhöhtem Beratungsaufwand oder eben der schlechteren Bonität derjenigen, die dieses Basiskonto beanspruchen. Am Ende müssen die Gebühren natürlich trotzdem angemessen sein. Aber wer bestimmt schon, was angemessen ist? Offensichtlich ist es so, dass die Banken einen anderen Betrag für angemessen halten als die Verbraucherschützer. Dort gab es eine Klage wegen zu hoher Kontoführungsgebühren für ein Basiskonto und dem Kläger wurde auch Recht gegeben. Die Finanztest hat im Übrigen die verschiedenen Basiskonten getestet. Ihr könnt den Test kostenlos nachlesen. Den Link dazu haben wir euch hier unten in die Beschreibung gepackt. Wenn ihr mehr Fragen habt zum Thema Basiskonto, zum Beispiel wie ein solches eröffnet werden kann oder unter welchen Umständen die Bank das Konto wieder kündigen kann, dann findet ihr unten in der Beschreibung noch einen Link zur BaFin. Das ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die das ganze Prozedere nochmal sehr detailliert beschrieben hat. Abonniert unseren Kanal, dann verpasst ihr auch nicht die wöchentlichen Videos und Kommentare zum aktuellen Geschehen in der Finanz- und Wirtschaftswelt. Bis bald und viele Grüße aus Leipzig.